Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, es ist neblig und kalt in Olpe. Ich friere schon, der Thomas ist besser ausgerüstet. Bestes Bikewetter, würden wir dazu sagen, weil es ist kein Staub im Gesicht, wenn man runterfährt. Und wir quatschen heute ein bisschen darüber, wie wir die Off-Season so ein bisschen verbringen können, wie das Wintertraining so aussehen kann und was jetzt so in den nächsten Monaten in der kalten Jahreszeit passieren wird. Weil ich habe euch ja schon angekündigt in dem Video, wo ich meine Bremsen einfach nur gewechselt habe, dass ich so ein bisschen Pläne habe, ein Enduro-Rennen mitzufahren. Und der Thomas hat mir auch gesagt, ja, das kann man mal machen. Ne? Enduro One hast du mir vorgeschlagen. Einstieg ist das eigentlich ganz cool. Man darf nur nicht mit den falschen Erwartungen rangehen. Genau, so wie ja. Ich das gemacht habe zum Beispiel. Ich habe halt gedacht, das wäre wie bei der World Series. 5 geile Abfahrten, so Downhill-mäßig. Nein, die Enduro One-Rennen sind eher so, dass da sehr viele Sektionen sind in der Ebene oder nur mit leichtem Gefälle, wo man sehr viel Trittkraft haben muss. Und da bin ich ganz ehrlich, da war ich dann raus, weil ich halt nicht so der Treter bin. Ich bin eher der, der bergab fährt. Aber für Daniel ist das ja genau das Richtige, weil er will ja auch fitter werden. Genau, ich habe ja oft eine Klatsche bekommen. Ich war mit der Halde, auf der Halde Haniel mit der Pott-Legende zusammen und der hat mich im Uphill einfach gnadenlos platt gemacht. Das ab nach dem Winter natürlich nicht mehr. Nach dem Winter nicht mehr. Nein. Ganz wichtig ist, wir werden dann halt auch darüber reden, über Sachen, dass man den Boden ein bisschen sich angucken muss und man kann den Boden sich zu Nutzen machen, indem man halt aktiv mit dem Fahrrad in Senken pusht und somit Geschwindigkeit kriegt, ohne immer trampeln zu müssen. Viel auch ein Problem von Leuten, die Big Bikes hier im Bikepark in Olpe zum Beispiel, sehe ich das oft, dass Leute sich tot trampeln mit einem Big Bike hier in dem Park, obwohl man eigentlich nur, wenn man richtig in die richtigen Senken reinpusht und in den Kurven pusht, braucht man eigentlich gar nicht mehr so viel trampeln. Da werden wir auch dran arbeiten bei Enduro. Plus natürlich, dass wir ganz andere Verhältnisse haben. Es wird auch für mich ein interessanter Aspekt, weil ich ja jetzt 2 Jahre fast gar kein Enduro mehr gefahren bin. Und dann halt wieder Off-Camper-Kurven mit Wurzeln und sowas. Ich habe mir schon ein paar interessante Trainingsorte rausgesucht, wo wir euch natürlich dann mit der Kamera wieder mitnehmen werden. Ja, du hast ja jetzt auch perfekte Trailbike auch dafür, ne? Ja, quasi, ja. Ich kann auch, ich habe jetzt auch extra für, wenn er dann nicht mehr kann, habe ich noch das Commit, was heißt, das kann ich unter den Sattel machen und kann ihn damit Abschleppseil noch mit hochziehen. Es gibt so ein paar Fragen, vielleicht kannst du mir die auch beantworten zum Thema Enduro-Rennen, vielleicht interessiert es auch viele andere. Was für ein Fahrrad ist denn eigentlich optimal für ein Enduro-Rennen? Das ist wie bei einem Downhill-Rennen, das kommt natürlich auf die Strecke an. Wenn du jetzt in Winterberg zum Beispiel die Enduro One mitfährst, da wird auch eine Portion, die vielleicht jeder kennt aus dem Park, die Blackline, wird meistens als erste Stage genommen. Der Rest findet dann drüben auf der anderen Seite im Trailpark statt. In Winterberg bei dem Enduro-Rennen macht es schon Sinn, mindestens 160 mm zu haben. Aber das ist dann wieder so, natürlich kommt es auch stark auf die Fahrtechnik an. Generell würde ich sagen, ist man mit zu viel Federweg, also Daniel hat schon ein sehr anstrengendes Fahrrad mit dem Torque. Mit zu viel Federweg werden halt die Tretpassagen relativ anstrengend und das Rad ist ja in der Regel auch schwerer. Also ich würde so für so die Enduro One Rennen, also würde ich so empfehlen zwischen 150 und 160 mm eigentlich, weil da sind wenig Sprünge drin, also kaum Sprünge, eher halt wirklich eher so Single Trails, wie man sie von zu Hause so kennt. Ne? Genau. Dann habe ich ja, bin ich overpowered. Zu viel. Aber besser haben als brauchen. Ja, also ich muss das dann wahrscheinlich einfach kompensieren mit viel Training, dass ich halt die Tretpassagen aushalten kann. Der größte Unterschied zwischen Enduro und Downhill-Rennen, was würdest du sagen, ist da so der... Also der größte Unterschied ist, also man muss jetzt, wenn man das hat, so ich kenne ja jetzt nur die Downhill-Rennen, da kenne ich ja jetzt nur EXS und Gravity Cup. Ist eine ganz andere Atmosphäre, ist ein ganz anderes Rennen, weil beim Downhill ist es dann so, je nachdem, beim EXS gibt es glaube ich einen Seeding Run, den gibt es ja beim Gravity Cup nicht. Du bekommst eine Startzeit, startest oben, nach 1,5 Minuten ist alles vorbei. Alle anderen Leute machen Party, stehen da, warten, dass sie selber fahren können. Ist so ein bisschen anders wie bei der Enduro One, weil der Enduro One sitzt du ja die ganze Zeit auf dem Bike. Fand ich persönlich eigentlich, das fand ich angenehm bei der Enduro One, weil man halt nicht so lange Wartezeiten hat. Also man fährt auch die ganze Zeit durch. Es gibt keine feste Reihenfolge, man startet in Blöcken. Je nachdem wie viele starten, meistens 25er Blöcke.
wenn das falsch ist, könnt ihr das in die Kommentare schreiben, aber so, weil es sich jetzt geändert hat, aber meistens, du startest das mit 25 Leuten gleichzeitig, es ist eigentlich egal, wie lange du brauchst zum Rauffahren, natürlich gibt es eine Maximalzeit, die du nicht überschreiten solltest, aber selbst ich als Untrainierter habe das sehr gut geschafft und dann musst du auch nicht die Reihenfolge oder irgendwas einhalten, sondern jeder startet dann für sich, hat eine eigene Zeitmessung am Handgelenk und so ist es auch möglich, dass du zum Beispiel, wenn du mit Kumpels zusammen startest, obwohl die in anderen Blöcken, wenn du dann auf die wartest, kannst du eigentlich wieder zusammen mit denen fahren. Ah, okay. Und es ist eigentlich, das Enduro One ist eigentlich, warum es auch so beliebt ist und diese Startplätze so schnell weg sind. Es ist so ein bisschen wie das, wenn du so eine Tour fährst, wo du 4-5 Trails drin suchst zum Abfahren, das ist Enduro eigentlich. Enduro One so, natürlich hast du ein paar Überambitionierte dabei, das hast du bei jedem, wo es um Zeit und um Plätze und Podium geht. Aber generell, ist natürlich die Stimmung eine ganz andere wie bei einem Downhill-Rennen, wo wirklich dann auch sehr viel mehr Fokus auch aufs Zugucken gelegt wird, was sich natürlich bei der Enduro One sehr streckt durch die großen Strecken. Klar, im Zieleinlauf stehen dann Leute, aber sonst, und beim Downhill-Rennen ist es so, die ganze Strecke ist gespickt mit Zuschauern, mit Kettensägen, mit kaputten Fahrradrahmen, die Stimmung ist definitiv eine andere. Also ich würde sagen, beim Downhill-Zirkus ist das drumherum ein bisschen mehr, Party geladen oder hübscher, einfach so das Wir-Gefühl der Gemeinschaft ist ein bisschen höher. Und bei Enduro One ist es eigentlich eher der Sport, der im Vordergrund tatsächlich steht. Ne, weil halt auch mehr, es wird ja auch mehr Leistung abgerufen, weil ich ja alles selber hochfahren muss. Ne, das ist schon ganz, also Zuschauerklientel meiner Meinung nach sehr unterschiedlich und halt auch der Sport an sich ist definitiv was ganz anderes wie Downhillfahren. Ne. Also Downhill fahren ist das meiste, was du mit dem Gravity Cup startest, ist halt Zeit verbringen, dass du wartest, dass du wieder, dass du dran bist. Ne? Ja, du hast gesagt, so zum Anfang für mich ist so ein Enduro-Rennen eigentlich genau richtig mal zu machen. Was würdest du denn sagen, was man halt können sollte? Ne? Also ich habe gestern mal nachgerechnet, ich fahre jetzt seit bald 8 Monaten, fahre ich jetzt Fahrrad. Was sind so die Basics, die man auf jeden Fall drauf haben sollte? Und wann sollte man sich an sowas rantrauen? Was würdest du sagen? Also ich würde sagen, Enduro One kann man eigentlich mitfahren, wenn man halt sicher auf den Home Trails zu Hause um Single Trail ist. Also was begegnet mir bei der Enduro One? Natürlich ganz wenige Sprünge, die aber in der Regel umfahrbar sind. Da kommt es dann drauf an, zum Beispiel in Bad Endbach wird ein Stück von dem kleinen Bikepark, der da ist, benutzt. Da hast du dann halt so ein Steinfeld mal bei und so. Kann man aber überall dran vorbeifahren. Aber in der Regel das, was dir im Wald entgegenkommt. Also was du können solltest, was du sicher können solltest, ist definitiv eine Steilabfahrt solltest du beherrschen. Du solltest Off-Camber-Kurven, also Kurven ohne Anlieger beherrschen. Und du solltest auf Wurzeln und irritiertem Boden, also mit Steinen etc. einigermaßen sicher unterwegs sein. Also du brauchst jetzt keine Bikepark-Skills, um Enduro One mitzufahren eigentlich. Also keine wilden Gaps, Riesendrops. Nein, du hast natürlich bei manchen, also wenn du ein Trail-Trophy fährst, wird es ein bisschen anspruchsvoller, hast du schon mal ein paar Sprünge, deswegen habe ich ja auch Leute in meinen Kursen, die schon mal sagen, hier, ich war total fit in den ganzen normalen Sektionen, aber wo die Sprünge kommen, bin ich immer dran vorbeigefahren. Es gibt immer schicken Ways, deswegen ist es keine Not. Wenn man natürlich dann mal da einen Sprung drin ist, dann nimmt man den natürlich, wenn man ein bisschen Bikepark-Erfahrung hat, dann auch mit. Es gibt da noch ein paar Besonderheiten. Im Training kann man sich also nicht alle Stages angucken. Das heißt, es gibt noch eine Besonderheit. Das sind die Blind Stages, dass man halt vorher die Strecke nicht gesehen hat. So, das heißt, man sollte dann schon auch, wenn man da startet, ein bisschen Erfahrung haben. Einfach, damit man Sachen auch nur anhand von Erfahrung auch ein bisschen einschätzen kann. Aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Ich meine, ihr habt es ja gesehen, in dem Video, wo ich bei Daniel bin, da bin ich da ja auch noch nie runtergefahren. Und das hat ja eigentlich auch ganz gut geklappt. Ja, voll. Weil so Trails kann man eigentlich mit dem Auge, wenn man halt vorausschauen guckt, ganz gut abscannen. Natürlich ist es erstmal ungewohnt, aber okay, das ist so. Ja, und halt mit Erfahrung kann man nochmal anders reagieren, ne? Wenn jetzt was Unerwartetes kommt. Vor allen Dingen, was das Wichtigste an der Erfahrung ist, dass man nicht da fährt, wo alle fahren, sondern vielleicht tatsächlich mal eine gute Linie auch sieht. Ne? Bei der Blackline zum Beispiel in Winterberg ist es so, die sich da nicht auskennen, die bleiben oft in der Mitte und dann kommen diese mega Stufen, die jetzt inzwischen total ausgewaschen sind. Eigentlich muss man außen fahren, damit man oben bleibt, damit man nicht immer diese ganzen Stufen hat und damit man schnell bleibt. Und viele, wenn es technisch verblockt wird, werden viele langsam. Und dann wird es natürlich sehr, sehr schwer, wenn du dann halt noch irgendwie das Rad unter dir durchschieben musst oder so. Also eine gute Linie erkennen ist natürlich schon die halbe Miete beim Enduro One. Ja, ich habe mir natürlich auch viele Videos angeguckt. Und mir fällt so auf, dass wo die Leute langsam werden, ist halt das, was du gerade gesagt hast. Und in Off-Camper-Kurven.
Genau. Also ganz wenige können richtig gut die Off-Camper-Kurven fahren, ne? Das liegt natürlich an der Natur der Sache, dass die meisten von uns auch schon sehr oft in Off-Camper-Kurven gestürzt sind im Wald. Und dass das natürlich eine Technik ist, die so, also für mich jetzt zum Beispiel, ganz anders ist wie mein Alltag. Mein Alltag ist ja Bikepark, also Anliegerkurven. Ich tue mich da manchmal auch schwer. Ich meine, ich habe ja jetzt bei mir am Hang, habe ich ja direkt hinterm Haus was, wo ich auch tatsächlich sogar mit Hinterrad versetzen um eine Kurve muss im Gefälle. Wenn dann das Gefälle dazukommt bei der Off-Camber-Kurve, ist das manchmal nicht einfach. Mhm. Aber auch da, wir werden da definitiv beim Milky Way Trail hier mal definitiv ein super Training machen können, weil da ist nämlich sowas genau, alles sowas da. Und da wird man wieder erkennen, wie wichtig die Blickführung eigentlich ist. Und wenn du guckst bei den Leuten, die so langsam werden, achte mal drauf in den Videos, wo die hingucken. Selten aus dem, wo es weitergeht, aus dem Ende der Kurve in die Strecke, meistens einen Meter vors Vorderrad. Naja, und dann wirst, ja, stimmt. Weil das ist die Angst vom Wegrutschen und das ist die Angst, dass was schief geht. Wenn ich dann einfach halt Schulter rausdrehe, Hüfte rausdrehe, dadurch kippt sich ja das Rad ab, komme ich eigentlich schon sehr gut durch Off-Camber-Kurven. Wie wir ja bei dem Kurvenvideo schon gesehen haben, müssen wir das natürlich mit Daniel auch noch so ein bisschen üben. Das ist schon besser Ich kann geworden. Es schon nicht so gut, aber ich glaube, Daniel muss es auch noch ein bisschen üben. Man muss da einfach auch in die Technik Vertrauen kriegen. Was da natürlich sehr hilft, ist auch der Tubeless-Umbau, den Daniel jetzt gemacht hat, weil er einfach mehr Grip hat jetzt. Mehr Grip ist natürlich alles. Also wenn ich meinem Reifen nicht vertraue, kann ich keine Off-Camber-Kurven fahren. Also ich sollte nicht den Reifen fahren, der gerade im Angebot ist, sondern den, wo ich mich wirklich gut drauf fühle. Und man sollte für die Enduro One auch, aufgrund, da das oft halt auch noch in den Herbst hinein stattfindet, einen Reifen wählen, der nicht auf trockenem gut ist, sondern tatsächlich auch auf nassem gut ist. Das ist wichtig. Ja. Cool. Also ich freue mich auf jeden Fall und ich bin voll glücklich, dass du mich unterstützt. Weil, auch wenn ich wirklich kein Enduro-Racer bin. Ne? Ja, aber ich glaube einfach, dass einfach, ja, du hast einfach so einen Haufen Erfahrung. Fährst schon so lange Fahrrad, als du mir die alten Videos geschickt hast im Wald. Wie schlecht die Kameraqualität noch war. Ja, jedes genau. Handy filmt jetzt das besser. Das waren noch Zeiten mit der GoPro 1. So am Wackeln, ohne Stabilisation. Aber schon damals Norco gefahren. Ja. Ja, ne, also ich sag mal, das ist halt einfach so, da ist ja unglaublicher Fortschritt passiert, wenn man dann die Drohnenaufnahme jetzt, die du vorher gemacht hast, dagegen sieht. Das ist natürlich Hammer, ne? Ja. Wir haben ja früher wirklich, die Videos waren ja wirklich nur, um zu beweisen, jo, ich habe das da gemacht oder so. Heute ist das ja fast schon... Ja, manchmal, das wollte ich mal noch so loswerden, wenn ihr alle so viel Videos guckt. Das ist ja schön, dass man die Videos guckt, aber besserer Fahrer wird man halt nur durchs Fahren. Ich sehe das auch hier im Park. Vielleicht den Wert nicht immer auf das geile Instagram-Video legen, sondern versucht mal, einen Parktag zu machen und lasst die Kamera mal zu Hause. Ihr werdet merken, ihr fahrt ganz anders. Versucht das einfach mal. Würde ich mal so als Tipp mit auf den Weg geben. Weil mal nicht filmen, sondern wirklich nur zum Fahren da sein. Macht den Kopf auch unglaublich frei. Mhm. Ne? Das ist definitiv so. Ja, man war, also ich, bei mir war, ich habe ja immer nur einen GoPro-Akku, ich bin ja unprofessionell. Keine Kohle für Equipment. Ja, dann, wir müssen mehr T-Shirts kaufen. Und dann war so, die letzten Runden war einfach mein Akku aus und du bist einfach viel mehr fokussiert. Im Hier und Jetzt so, ne? Du bist einfach präsenter und hast einfach viel mehr Spaß mit den Jungs und so. Und wir hatten zum Beispiel jetzt am Wochenende in Willingen war es einfach so, wir sind eigentlich nur dann zum Schluss die einfachen Flowtrails gefahren, aber halt so in der Gemeinschaft und mit den richtigen Leuten. Das war einfach so. Das also, ist das, wenn du dann halt mit Buddies fährst, das macht dann irre Spaß. Und bei mir ist das zum Beispiel so mit der Kamera, das kann der Daniel, glaube ich, bestätigen, wie er mit mir gefahren ist. Ob meine Kamera an ist oder nicht, merkt man fast gar nicht bei mir. Das ist einfach, ich bin halt dann so und ich habe auch von Anfang an gesagt, boah, ich will mich auch mit den Kursen und so auf gar keinen Fall verstellen oder so. Und ich glaube, das ist viel vom Problem von Leuten, die professionelle Videos machen oder auch Fahrtechnik-Videos machen, dass sie dann quasi in diesen Schauspielermodus kommen. Hm. Und das ist einfach falsch. Man sollte einfach das machen, was man immer macht und dann kommt es authentisch rüber. Ich denke, deswegen kommt Daniels Kanal auch bei euch so gut an, weil er ist einfach so, wie er ist. Ich bin auch so, wie ich bin. Also wenn ihr mich privat hier, ich habe das in den Kursen immer wieder, dass die Leute sagen, immer, du bist ja wirklich wie in dem Video, die sind ja total überrascht. Nee, es ist tatsächlich so und auch der Spaß ist halt relativ hochgehangen bei mir, weil ohne Spaß kommt keine Leidenschaft und dann bleibt man nicht bei dem Sport bei. Ne? Deswegen Spaß ist schon extrem wichtig und wie du gerade sagst, wenn man mit anderen zusammen fährt, also ich zum Beispiel, ich oute mich jetzt mal, wenn ich in Winterberg bin, eine meiner Lieblingsstrecken neben der North Shore natürlich ist tatsächlich die Flow Country in Winterberg, weil
da kann ich mit meinen Kindern, da kann ich mit Kumpels, die nicht so gut fahren können, wir können da alle mit Spaß runter, dadurch, dass es so ein Hang, gerade der erste Teil von der Flow Country und der letzte, den liebe ich, der Mittelteil ist so ein bisschen, da könnte man ein bisschen was machen. Ein bisschen Kurven, ist ein bisschen, auch im Flachen, aber sonst dieser Effekt, dass man zusammen mit Kumpels da runterfahren kann, egal welches Level die haben und alle haben Spaß, das ist ja auch das, was wir hier in Olpe teilweise versuchen mit den ganzen Lines, die wir hier bauen, dass alle, die eigentlich die gleiche Line zusammen runterfahren können, aber jeder in seinem Level. So, das ist eigentlich so das und trotzdem alle zusammen Spaß haben. Ich glaube, zusammen Spaß haben, das macht dann einfach nicht umsonst treffen sich selbst die Pros, die hochbezahlte Leute heimlich bei der Fast Series ohne offizielle Kamerateams und machen da trotzdem die ganze Scheiße. Die machen das nicht für Geld, sondern die machen das, weil es denen totalen Spaß macht. Definitiv. Ja, ich würde sagen, das ist auch das perfekte Schlusswort eigentlich. Seid auf jeden Fall gespannt, was nächstes Jahr so passiert und die nächsten Monate. Es bleibt gar nicht mehr viel zu sagen. Lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Und natürlich nicht vergessen, Glocke aktivieren. Genau. Und ganz wichtig, es wird auch nächstes Jahr was Neues bei Free and Ride geben, ein neues Konzept, aber dazu auch später mehr. Cool, das weiß ich auch noch gar nicht. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal.